Ja, bevor das Video losgeht, kurzer Hinweis: Es gibt einen 22%-Code nur an diesem Wochenende, ein Flash-Sale für Liebeship-Kurse. Juni 22, einfach in der Kaufabwicklung eingehen und sparen. Ja, hallo ihr Lieben, es ist Sam Schemaier, Paartherapeut, Beziehungscoach und Diplompsychologe. Und diesmal wieder über die Themen Dating, Beziehung und Lieben. Heute ein ganz wichtiges Thema: vier Gründe, warum du dich so schwer tust in sicheren, gesunden Beziehungen. Vielleicht kennst du das Thema, wenn du schon länger bei mir bist. Also du hast so eine Liebeship, der so auf toxische Beziehungen ist, ziehst sie immer wieder an, diese Männer, diese Frauen, die dir nicht gut tun, Hot and Cold spielen und ich weiß nicht was. Und dann hast du es irgendwann verstanden, diese Menschen nicht mehr zu daten. Erkennst auch vielleicht Menschen, die bindungssicherer sind, gehst in diese Beziehung rein. Und ja, fühlst es dann nicht, ne? Die ist dann irgendwie zu langweilig und dann denkst du, vielleicht muss ich doch wieder toxische Beziehungen oder vielleicht ist das mein Ding. Machst es vielleicht sogar wieder, fällst wieder auf die Schnauze, sagst wieder, nee, ich will doch gesunde Beziehungen, gehst wieder rein. Ist wieder langweilig. Woran liegt das? Das ist übrigens einer der schwierigsten Steps, glaube ich, das Muster ganz hinter sich zu lassen, ist ja gesunde Beziehungen auf eine andere Weise zu sehen, dass sie nicht irgendwie defizitär wären, sondern eigentlich was Wunderbares. Und genau, vielleicht bist du auch noch gar nicht an diesem Punkt und hast es noch gar nicht probiert mit einer gesunden Beziehung. Da denkt man vielleicht noch, ist ja das Coolste überhaupt, aber ist es eigentlich auch, aber ist erstaunlich schwierig. Könnt auch mal gern kommentieren, ob ihr das kennt. Ja, der erste Grund ist natürlich Gewohnheit, also das, was du erlebst in der Kindheit. Häufig hast du in der Kindheit ja dann schon Drama, Action, Papi nicht verfügbar, Mami nicht verfügbar, keine Ahnung, vielleicht narzisstische Muster, koabhängige Muster, Drogen, you name it, keine Ahnung. Und alles, was man in der Kindheit erlebt, verbindet man halt mit Liebe auch. Man gewöhnt sich dran und das hat so einen gewissen Stallgeruch. Und gesunde Menschen, wenn du die später datest, haben nicht diesen Stallgeruch. Also wenn du da mit einer richtig schönen, herrlichen, toxischen Beziehung, Hot and Cold, Gaslighting, Lügen, Drama, Dreiecke, so ätzend es auch ist, es fühlt sich irgendwie gewohnt an, normal an, während sich, ja, das ist sowieso so ein Riesenproblem in der Persönlichkeitsentwicklung, dass sich das Neue erstmal nicht normal anfühlt, sondern irgendwie ungewohnt und nicht vertraut. Wir wollen ja eigentlich immer gern dieses vertraute, kindheitsmäßige irgendwie wieder so haben, ne? Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, du bist süchtig nach, ja, danach nach Aufmerksamkeit zu jagen und den anderen zu versuchen, verfügbar zu machen. Also, was ist damit gemeint? Vielleicht hast du schon Mutti oder Vati, die vielleicht getrunken haben oder so. Und dann hast du als Kind immer wieder versucht, Mami, Mami, hier bin ich, hallo, hier bin ich, sieh mich, kannst du Zeit mit mir verbringen? Und dann verbringt Mami einmal Zeit mit dir und was weiß ich, geht mit dir an den Gartenteich und ihr füttert die Enten und ist das Ereignis, weil dann wird, wenn du sowas lange verfolgst und dann erreichst, dann wird ganz viel Dopamin ausgeschüttet im Gehirn und andere Sachen natürlich auch und dann ist das so ein riesen Belohnungseffekt und den will man halt immer wieder haben, also weil das so ein sozusagen aus dieser Verzweiflung in, ah, jetzt ist es ganz schön, das fühlt sich ganz toll an, aber in guten Beziehungen musst du halt nicht jagen und dich anstrengen, sondern da kommt jemand und sagt, hier bin ich, ja, ich bin da, ich bin präsent. Und dann hast du diesen Thrill des Jagens nicht, des Jagens nach Aufmerksamkeit, des jemanden verfügbar machen, jemand retten wollen, das gehört alles darunter, gesund machen wollen, gesund lieben, also dieses Anstrengen, da dieses Ziel zu erreichen mit dem Partner, hast du gar nicht, weil er ist ja schon fertig, ne? Und da musst du ja gar nichts machen, ne? Und da kann man auch ziemlich drauf geprimed sein, sage ich mal. Der dritte Punkt ist ähnlich, gewohnt an Hot and Cold. Also wenn du in der Kindheit schon, also dein Gehirn bildet sich da ja auch, wenn du da schon dich gewöhnt hast an Hot and Cold, dann ist das so ein bisschen der Normmodus in deinem Gehirn, ne? Dieses ist alles klar. Du gewöhnst dich auch an relativ, also in toxischen Beziehungen kann man das, soweit ich weiß, auch nachweisen, dass diese bestimmten Hormone sehr stark ausgeschüttet werden, Neurotransmitter, Stresshormone auch, aber das macht halt so ein Gefühl von, es ist was los, Action.
Und ja, und was weiß ich hier, das Leben macht einen Sinn, ich fühle mich, diese ganzen Sachen. Während, wenn das nicht ist, tritt dann häufig so eine gewisse, da kommen wir am Punkt 4 noch zu, so eine gewisse innere Leere auf. Und also brauchst halt immer wieder bist halt gewöhnt, dass dein Gehirn braucht immer wieder diesen Thrill, ne? Kann auch sein, könnte ich mir vorstellen, dass es auch schon bestimmte genetische Prädispositionen gibt, wo du sowieso vielleicht so ein Gehirn hast, was mehr auf Thrill geht, vielleicht dann auch Richtung ADS, ADHS, GS, weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen, so eine Vermutung von mir, dass du, wenn du sowieso schon mehr Action brauchst, dass es dann noch stärker dieser Effekt ist, dass du dein Gehirn so gar nicht richtig auf Touren kriegst und diese niedrigen Level von bestimmten Hormonen vielleicht gar nicht gewöhnt bist. Also dieses Problem von Pizza und Pommes versus gesunder Salat, wenn du jetzt in gesundere Beziehungen gehst, muss ich dein Gehirn erstmal klarkommen und du als Bewohner dieses Gehirns natürlich auch klarkommen damit, dass es eben nicht mehr diese starken Reize gibt, wie wenn du immer zu McDonald's essen gehst und das alles übersalzen, überpfeffert, zu viel Glucam, nicht mehr so viel Glutamat im Essen, all die Sachen, ja, dieses Dolle. Und da geht es halt um feinere Sachen und auch um einen in die Tiefe gehen, nicht so sehr in die Breite so, ne? Und das sind häufig feinere Energien, feinere Sachen. Diese Ausschläge sind natürlich nicht mehr so hoch. Also klar, vielleicht hast du es auch mal in einer gesunden Beziehung, dass du Streit hast und dann Versöhnungs-Indoor-Olympics. Klar, das kann natürlich alles vorkommen. Aber es ist nicht mal die Regel so, ne? Es ist nicht die Regel. Wie in toxischen Beziehungen, wo ja eigentlich du eigentlich in so eine ruhige Phase gar nicht reinkommst. Du bleibst ja eigentlich ständig in dieser ersten Phase hängen, du bleibst eigentlich in so einer Dauer-Pseudo-Verliebtheit hängen, was sich jetzt besser anhört, als es ist, und versuchst das immer wieder aufrechtzuerhalten mit Drama, Versöhnungsex, Action, was weiß ich, also diese hohen Level. Nur wie bei allen Drogen, auch wenn es körpereigene Drogen sind, man gewöhnt sich immer mehr dran und braucht immer höhere Level und dann wird es halt immer gefährlicher. Fünfter Punkt, Drama überdeckt innere Leere. Zeigt sich so, wenn du relativ traumatisierende Kindheit hattest, auch wenn man einfach nicht genug Spiegelungserfahrung gemacht hat durch die Eltern oder Bezugspersonen, entwickelt man gern so eine gewisse innere Leere. Also man, weiß man ja auch bei Borderline zum Beispiel, man spürt einfach diesen Kern in sich nicht, ist natürlich nicht nur da, also ganz allgemein, ist mal halt nicht genug gespiegelt worden, hat nicht dieses Urvertrauen, weiß auch gar nicht so richtig, wer man eigentlich ist und muss immer rumprobieren. Und ja, das fühlt sich, es ist eigentlich keine Leere, es ist einfach eigentlich nur, dass der Raum in dir nicht beleuchtet worden ist durch die Eltern. So, der ist durchaus da, also was du als Leere empfindest, ist einfach, was noch nicht benannt ist, noch nicht beleuchtet worden ist. Das kann man auch später nachholen in Therapie oder so. Und aber es fühlt sich eben häufig an wie eine innere Leere, was sehr unangenehm ist. Und wenn eins gut innere Leere überdecken kann, ist es Drama. Drama ist einfach das perfekte Pflaster. Wenn du halt wieder im Drama bist, dann kannst du drüber nachdenken, warum hat Hugo nicht geschrieben, warum hat Elisabeth nicht geschrieben, warum kriege ich plötzlich keine Nachrichten, warum ist jetzt das, warum werde ich angemerkt, warum werde ich kritisiert, warum wird gesagt, bist die tollste Frau meines Lebens und ich werde morgen verlassen. Warum, warum, warum? Da kann ich ewig drüber nachdenken und es beschäftigt mich und es ist sehr abwechslungsreich und auf so eine dunkle Art abwechslungsreich und verhindert, dass ich mich mit dieser inneren Leere auseinandersetzen muss, was sehr unangenehm sein kann, aber natürlich sehr heilsam, weil das ist natürlich immer nur ein Pflaster, dieses Drama, da heilt ja nichts. Und heilen kann es ja nur, wenn ich, klar, ich kann mich jetzt ein bisschen nachbeeltern lassen, vielleicht irgendwo. Aber viel muss ich ja selber machen, ne? Muss ich mir selber geben. Und dazu muss ich überhaupt erstmal diese Leere spüren und dann feststellen, es ist eigentlich gar keine Leere, sondern es sind Dinge, die beleuchtet werden wollen. Die kann ich dann beleuchten, aber das kann ich natürlich nur machen, wenn ich nicht ständig durch Drama abgelenkt werde davon, ne? Und Drama ist einfach, also sobald du im Drama bist, ist diese innere Leere sofort weg, ne? Dann bist du in so einem Kampfmodus, Actionmodus und da kommen wieder die anderen Sachen mit rein, dann bist wieder gebadet in Neurotransmittern und Stresshormonen und Dopamin und Adrenalin und
ja, fühlt sich dann nicht mehr irgendwie leer an oder so, ne? Gut, diese 4 Punkte sind natürlich jetzt nicht komplett unabhängig voneinander. Wird vielleicht klar, dass sie auch ineinander rein spielen. Aber ja, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse geben. Sonst schau auch gerne mal in meine Kurse rein, wenn du da dein Liebeship verändern willst. Und ja, habe ich noch was vergessen? Hoffe nicht, sonst fragst du in den Kommentaren oder stell mir deine Fragen über ein Formular auf liebeship.de. Ich freue mich auch immer, ich sage das immer zu selten, für den Algorithmus auch sehr hilfreich, wenn du meinen Kanal abonnierst, likes, kommentierst, wenn du sagst, boah, Hemmschi macht immer so geilen, kostenlosen Content, möchte ich gerne unterstützen, kannst du mir auch gerne so ein super Thanks hier lassen oder eine Kanalmitgliedschaft, freue ich mich enorm drüber. Und wünsche euch noch schöne Pfingsten und wir sehen uns bald wieder, ihr Lieben.